Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Heute spielen wir einmal Five Nights at Freddy's. Und ja, ich habe mal einfach mal diese Box rausgenommen, um zu erzählen, was in diesem Spiel eigentlich passiert. Das Spiel ist kein Kartenspiel oder so, aber ich habe hier einfach mal die Karten rausgenommen. Das sind halt einfach sozusagen Fotos vom Spiel. Es ist ein Handyspiel, wir werden nachher direkt reingehen, aber bevor ich dieses Video starte, möchte ich einmal ganz kurz erzählen, was eigentlich so in diesem Spiel passiert. Und ich sag ehrlich, ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen, dieses Spiel ist so cool, aber persönlich bin ich nie weit gekommen. Und ich lese jetzt einmal ganz kurz vor, was das eigentlich für ein Spiel ist und was dort eigentlich so passiert. Also, das Point-and-Click-Spiel handelt von einer fiktiven Pizzeria. Das hier die Freddy Pizzeria. Hier sieht ihr es noch einmal ganz kurz. In der sich nachts 11 Animatronics verselbstständigen und den dort arbeitenden Nachtwächter bedrohen. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über diesen Nachtwächter. Die Nächte dauern jeweils 6 Stunden, es sind an der Zahl 5 Stücke, in Echtzeit ein paar Minuten. Innerhalb dieser Zeitspannweite erwachen die Animatronics zum Leben und nehmen Kurs auf das Büro des Nachtwächters. Da es nicht möglich ist, den Raum zu verlassen, können die Animatronics über die im Lokal verteilten Überwachungskameras im Auge behalten werden. Die Bewegung der Figuren wird von Nacht zu Nacht unberechenbarer. Auch ihre Zahl erhöht sich steigend. Wird der Spieler in seinem Büro von einem Animatronics erwischt, wird dies mit einem Jumpscare gequittert. Überlebt der Spieler 5 Nächte, erhält er einen fiktiven Lohncheck. Ja, wir werden dann die Rolle des Nachtwächters übernehmen in seinem Büro. So sieht das im Teil 1 aus, aber wir werden Teil 2 spielen. Und das sind die Animatronics, die dann, ja, zu Leben erwachen. Hier sehen wir einmal von dem Luftschach, ihr werdet es nachher verstehen, und die werden halt von Zeit zu Zeit schlimmer. Die Bilder sehen jetzt eigentlich nicht sehen nicht so schlimm aus. Das Spiel ist ja auch ab 12, also eher so ein Kinderhorror, aber ich habe mich schon extrem oft erschreckt und werde mich sehr wahrscheinlich auch in diesem Video extrem erschrecken. Und ja, das sind halt so ein paar Charaktere, die wir haben. Hier sehen wir zum Beispiel ein Bild von einer Überwachungskamera hier in der Küche. Das Balloon Boy. Und ich würde mal sagen, wir reden nicht mehr um den heißen Brei rum und springen in das Spiel rein. So, wir sind jetzt im Spiel drin. Ich habe jetzt mal die Facecam abgemacht. Ich bin aber noch da, oben rechts. Ich finde einfach, wenn ich da oben bin, sieht es einfach nicht mehr so unheimlich aus. Ich werde mich in Nacht 1 und eventuell Nacht 2 ausblenden. Und wenn es dann wirklich spannend wird, werde ich mich, ja, oben rechts einblenden. Dann sieht man auch, falls ich mich erschrecke. Aber Nacht 1 und 2 sollen nicht so schlimm sein. Ich werde natürlich auch diese Teile wegschneiden, bei dem ich einfach da sitze und warte. Weil Nacht 1 und 2, ja, 2 ist halt schon noch so eine tricky Sache. Aber Nacht 1 sollte auch ein 3-Ego können. Und ja, dieses Spiel ist wortwörtlich ab 12. Ich finde, für das, dass es ab 12 ist, ist noch recht unheimlich gemacht. Also recht unheimlich gehalten. Auch von den Tönen her und auch das Aussehen. Aber wir starten jetzt direkt ins Spiel rein. Also, New Game. Okay. Ganz gechillt. In Nacht 1 rein. Wir haben 12 Uhr, Mitternacht, erste Nacht. Fängt für uns an. Wir haben insgesamt, wie ihr auch gehört habt, 5 Nächte zu meistern. Da haben wir einmal das Zimmer. Sie können von da vorne reinkommen, hier vom Schacht und hier von rechts. Links unten, dieser rote Balken, können wir die Maske von Freddy anziehen und
Rechts oben können wir dann die Kameras angucken. Hier sind sie. Sie sehen natürlich von Nacht zu Nacht schlimmer aus. Am Anfang ist es noch ganz gechillt. Einmal links sehen wir Bunny, Freddy und Chica. Hier haben wir eine Windmusicbox, die müssen wir probieren. Also die darf nie ablaufen, sonst kommt Balloon Boy zu uns. Und wenn Balloon Boy kommt, ja, dann ist es nicht mehr so witzig. Dann geht das auch ganz schnell, bis wir sterben. Wir haben 2 Uhr morgen und wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Batterie achten, weil wenn die ausgehen, können wir nicht mehr hier reinschauen, was so läuft. Oh oh, der erste ist weg. Beide sind weg. Windbox natürlich nicht vergessen anzuschalten. Und wo sind die? Wo sind sie? Hört ihr das? Jemand ist im Lüftungsschacht. Oh mein Gott, ich hab das gar nicht gern. Ah! Okay, okay, Chica ist auf dem Weg. Oh Gott. Musicbox natürlich nicht vergessen, wir haben 3 Uhr morgen. Okay. Da ist noch niemand. Chica da vorne. Wir haben 3 Uhr morgen. Ah! Oh mein Gott. So, jetzt ziehen wir einmal die Maske an. Beruhigen uns. So, als Info. Ich atme nicht so, sondern das ist wegen der Maske. Okay, Maske. Sicherheitshalber Gesicht eingeblendet. Nimm die Maske runter. Oh mein Gott! Ah! Start nochmal die erste Runde. Hier ist Balloon Boy, der. Arschloch. Ich höre so ungern seine Stimme. 4 Uhr morgen. So, und so sieht es aus, wenn man dann eine Nacht geschafft hat. Ja, ich habe doch noch nicht gewusst, dass meine Audio noch gar nicht aufgenommen hat, also musste ich zum dritten Mal nochmal aufnehmen und jetzt seht ihr die zweite Nacht im dritten Video. So, wir sind wieder am Anfang. Für die, die sich fragen, warum machen wir nicht weiter mit Nacht 2? Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Aufnahme hat nicht geklappt und dieses Video hat mich so Nerven gekostet, weil ich habe halt Nacht 2 gespielt, hat nicht geklappt, darum musste ich es nochmal aufnehmen. Die zweite Aufnahme hat auch nicht geklappt. Also das ist jetzt die dritte Aufnahme und oh mein Gott. Ich war schon nach der ersten Aufnahme extrem froh, dass ich jetzt fertig bin, weil ich habe halt Angst vor Horrorspielen. Ist nicht so meins, also ich bekomme jetzt keinen Albträume oder so, sonst würde ich das nicht spielen. Aber ich schrecke mich sehr oft sehr schnell. Die Jumpscares habe ich natürlich noch, aber einfach ohne Aufnahmen, also ohne Audio. Das heißt, ich werde sie einfach am Schluss noch ganz kurz mal reinschneiden, dass ihr seht, wie ich mich erschreckt habe, leider ohne Töne. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Nacht 2, bei der dritten Aufnahme von mir. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt in Nacht 2 rein. Schreibt mal in Kommentare, würdet ihr hier arbeiten? Okay, ich glaube, jemand ist... Ja, Bunny ist weg, Bunny ist weg, Bunny ist weg. Oh mein Gott, okay, Bunny ist da. Bunny ist da. Mal Facecam an. Nein, jemand ist im Lüftungsschacht. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Maske an. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, okay, ich bin sowas von dreist am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Foxy machen soll.
Okay. Wir haben wieder mal verkackt. Der weiße Foxy ist dort vorne und gegen Foxy bringt die Freddy-Maske ein Scheiß. Okay. Jumpscare? Okay. Maske an. Licht geht nicht an. Okay, ich nehme mal an, rechts oder links ist Bunny im Lüftungsschacht. Oder vielleicht haben wir es auch mit Balloon Boy zu tun. Okay, der weiße Foxy ist weg und da im Lüftungsschacht ist niemand. Foxy ist da vorne. Wir haben 3 Uhr. Okay. So, da ist niemand. Die Windbox, Wind-Up-Box muss auch resettet werden. Okay. Das Licht geht nicht an. Oh, Freddy. Okay. Nochmal das Licht anmachen. Haben wir 3 Uhr, 4 Uhr morgen? Ich weiß es nicht. Okay, das Licht geht immer noch nicht an. Fox ist, glaube ich, über die Küche gerannt. Im Lüftungsschacht befindet sich auch einer. Freddy ist da vorne. Und ich nehme an, wenn wir da reingucken, da. Okay, Bunny ist da. Bunny ist rechts. Oh, Freddy. Oh, wir sind so hart am Arsch. So, wir sind auf der Startseite von Five Nights at Freddy's 1 und ich möchte euch daran erinnern, es gibt insgesamt 4 verschiedene Teile, also wenn ihr nochmal ein Five Nights at Freddy's sehen möchtet, schreibt es unten in die Kommentare, welchen Teil, 1, 2, 3 oder 4 und ja, wir sind halt von 1, 3 und 4 noch in der Nacht 1, in Five Nights at Freddy's 2 sind wir schon bei Nacht 2 und ja, es ist unheimlich, es wird auch immer schlimmer, also wenn ihr sehen möchtet, wie ich mich da rumquäle, schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da. Rechts könnt ihr einmal auf mein Abo, also auf das Abo-Zeichen drücken und mich ganz schnell abonnieren. Und links ist das Video, das letzte Woche rauskommt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, eventuell mit einem neuen Five Nights at Freddy's Video oder Reaktion. Was ihr wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Ciao!